Das macht er jetzt auch schon wunderbar. Er reißt nicht, er ist flexibel, er dehnt sich schön. Ja, können wir es rausnehmen? Super knusprig. Ich stehe hier gerade vor dem Backhaus in meinem Heimatdorf. Das historische Backhaus, beziehungsweise nennen wir es auch einfach Backes, wurde um 1800 erbaut. Und auch nach über 200 Jahren wird hier an bestimmten Tagen Brot gebacken. Warum erzähle ich euch das? Es zeigt einfach, dass es bei der Brotkultur in Deutschland um viel mehr als nur um das Brot selbst geht. Das Backen des Brotes bedeutet Gemeinschaft und es bringt Menschen zusammen. Deutsches Brot ist weltweit bekannt und sogar seit 2014 UNESCO-Weltkulturerbe. Insgesamt gibt es über 3000 verschiedene Brotsorten. Und pro Jahr ist jeder deutsche Haushalt durchschnittlich etwa 56 Kilogramm Brot und Backwaren. Die beliebtesten Varianten sind Mischbrote aus Weizen und Roggenmehl sowie Brote mit Körnern und auch Vollkornbrote. So viele Brotsorten. Welches schmeckt aber am besten? Meine Empfehlung ist es einfach, sich beim lokalen Bäcker mal durchzuprobieren. So findest du heraus, was dir am besten schmeckt. Besonders beliebt ist allerdings das traditionelle Sauerteigbrot und genau das werden wir heute zusammen backen. Beziehungsweise heute bereiten wir den Teig vor und morgen wird das Brot gebacken. Ich mache das allerdings nicht alleine, denn ich habe keine Ahnung vom Brotbacken. Also lasst uns zurück nach Hause gehen. Dort bekomme ich Unterstützung mit dem heutigen Projekt. Los geht's! So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Wie vorhin erwähnt, habe ich keine Ahnung vom Brotbacken. Aber mein Papa backt schon seit einigen Jahren sein eigenes Brot. Das ist mein Papa. Herzlich willkommen auf dem Speak Hallo. Fluent German Kanal. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, uns zu zeigen, wie man ein Sauerteigbrot backt. Aber zuerst würde ich gerne wissen, wann hast du mit dem Brotbacken denn angefangen? Also ursprünglich habe ich nicht mit dem Sauerteigbrot angefangen, sondern mit dem Eiweißbrot als Bestandteil der Low-Carb-Küche. Und das mache ich seit 2017. Jeden Tag 1 bis 2 Brote. Ui, das ist einiges. Und wie entstand das Interesse, jetzt zum Sauerteigbrot zu wechseln? Ja, das kommt ein bisschen auch aus meinem beruflichen Hintergrund heraus. Ich habe lange in der Biotechnologie gearbeitet und der Sauerteig ist eigentlich die ursprüngliche Form des Brotbackens und wird fermentiert mit Mikroorganismen auch. Ja, vielleicht erkläre ich danach noch ein bisschen was dazu. Okay, was genau machen wir denn jetzt? Weil das Sauerteigbrot wird in verschiedenen Stufen gebacken. So viel weiß ich schon mal. Und heute backen wir noch nicht das Brot, sondern heute machen wir erstmal die Vorbereitungen. Ja, also der Sauerteigbäcker, der hat einen eigenen Sauerteig, der ursprünglich mal aus Wildformen kultiviert worden ist, aus Hefebakterien und Milchsäurebakterien, die draußen jetzt in der Natur vorkommen. Aus denen hat man diesen Ursprungs-Sauerteig dann hergestellt und der wird dann auch immer wieder gepflegt. Das heißt, es ist ein lebender Organismus, der in der Woche im Kühlschrank steht und aber einmal die Woche rausgeholt wird. Er wird ja gefüttert, dann kann er sich wieder vermehren. Und bei diesem Vermehrungsprozess wird ein Teil in den Kühlschrank wieder zurückgetan für die nächste Kultivierung. Und mit dem anderen Teil kann man dann ein leckeres Brot backen. Und was wir jetzt machen, ist zuerst einmal diesen Grundsauerteig füttern. Genau, und den Grundsauerteig haben wir schon hier, richtig? Das ist das, was in dieser Dose ja, drin das, ist. Ja, das kann man auch erklären. Das ist also jeder Sauerteig, der ist in der Familie teilweise über viele Jahre hinweg wird er kultiviert. Das ist praktisch also ein kleines Familienmitglied entstanden. Und wie das so üblich ist bei Familienmitgliedern, die werden getauft. Weil wir eine multikulturelle Familie sind, heißt unser Sauerteig Bao. Das ist das chinesische Wort für Brot. Ja, also wir brauchen zum einen den Sauerteig, den haben wir jetzt aus dem Kühlschrank geholt. Wir brauchen Mehl, das sollte man zum Füttern möglichst immer das gleiche auch verwenden. Das mag der Sauerteig und wir brauchen warmes Wasser. Ja, zuerst wiegen wir uns das Mehl ab und sieben das.
Dazu brauchen wir 100 Gramm von dem Mehl. Mhm. Das sieben wir jetzt durch. Danach geben wir noch 100 Gramm etwa von unserem Sauerteig dazu. So, das war's hier schon. Den geben wir, bis der neue Sauerteig funktioniert hat und dann auch die nächste Stufe da ist, geben wir ihn wieder zurück in den Kühlschrank. Das ist dann eigentlich die Reserve, wenn jetzt hier etwas schief gehen sollte, dass wir immer noch mal eine Chance haben, das neu zu starten. Okay, also toi toi toi, drückt die Daumen, dass heute nichts schief geht. Als dritten Bestandteil brauchen wir warmes Wasser. Das sollte so etwa lauwarm sein, etwa 60 Gramm. Also wir haben jetzt hier drin 100 Gramm von unserem Mehl, 100 Gramm von unserem Sauerteig und 100 Gramm warmes Wasser. Das kann man sich doch gut merken. So, und daraus rühren wir jetzt einen Teig an. Da muss da jetzt noch Mehl da rein? Ja, da kommt kein Mehl rein, sondern ich werde ihn jetzt ein bisschen kneten und dann macht man etwas Mehl rein für die Hände. Dann klebt der Teig jetzt nicht so an den Händen dran und man kann ihn etwas besser verarbeiten. Ach so. Muss gut durchgeknetet sein, dass sich der Sauerteig mit dem Mehl, dem Wasser, eine schöne Verbindung eingegangen ist. So. Hier haben wir jetzt eine schöne Kugel und danach geben wir ihn hier in unser Anzuchtgefäß. Ups, da ist er drin. Also darin soll er sich jetzt idealerweise mindestens verdoppeln in den nächsten Stunden. Ja, was wir jetzt noch machen, auch zu sehen, wie er sich vermehrt, machen wir uns hier mit dem Gummiring eine Markierung. Dann können wir nachher schön sehen, wie er gewachsen ist. Wie ich schon sagte, das sind lebende Mikroorganismen, Hefe- und Milchsäurebakterien, die mögen es, wenn sie sich vermehren sollen, gerne warm. Und dazu haben wir uns, was gar nicht so einfach ist, im Haus eine warme Ecke gesucht. Um die 28 Grad ist ideal für die Mikroorganismen. Und wie lange müssen wir jetzt warten, bis wir den nächsten Schritt machen? Wir kamen jetzt direkt aus dem Kühlschrank. Normalerweise sind das 3 bis 4 Stunden. Das wird jetzt etwas länger dauern, weil der Teig jetzt ja auch erst die Temperatur annehmen muss. Ich schätze mal, das wird so um die 6 Stunden dauern. Ja, hier sind wir im Technikraum. Das war jetzt gar nicht so einfach. Wir haben hier ein Niedrigenergiehaus, was eigentlich überall die gleiche Temperatur hat, so etwas über 20 Grad. Das geht natürlich auch beim Sauerteig, dauert aber dann viel, viel länger, bis man da fertig wird. Also ideal sind dann schon, wenn man diese 28 Grad so ein bisschen einstellen kann. Da sind wir hier in dem Raum fündig geworden hier. Das ist eigentlich die Batterieeinheit der Solaranlage auf dem Dach, aber hier ist es etwas wärmer. Das haben wir ja nochmal unterstützt mit einem Heizkissen. Das wurde dann etwas zu warm, also das hat man alle so ein bisschen experimentell dann ermittelt. Das heißt, man braucht ein bisschen Abstand zu dem Wärmekissen. Das haben wir hier über das Gestell. Da geben wir unseren Sauerteig dann drauf. Und da merkt man halt immer noch die Zeit aus der Forschung, denn die normale Sauerteigbäcker, die würden das jetzt nicht so machen. Die stellen in eine warme Ecke, ist gut. Aber ich will halt immer noch ein bisschen wissen, wie denn so die Bedingungen da drin sind, ob das alles soweit dann auch in Ordnung ist. Das heißt, hier haben wir ein Thermometer, mit dem wir die Temperatur des Teiges messen können. Und hier können wir nochmal die Umgebungstemperatur messen. Und das kann man sehen, wir haben jetzt, das war ein bisschen Glück, jetzt durch das warme Wasser haben wir auch schon 27 Grad. Das ist schon sehr gut für die Anzucht. So, das kann man noch etwas nach oben schieben, damit die Markierung dann auch stimmt auf dem Teig. Ja, und das lassen wir ihn einfach 5-6 Stunden in Ruhe und hoffen, dass, wenn wir wiederkommen, die doppelte Menge von unserem Teig dann noch da ist. 5 Stunden später. Wir sind jetzt 5 Stunden später hier wieder bei unserem Sauerteig und wir können sehen, das, was ich gesagt hatte, dass der Sauerteig lebt und wächst und sich vermehrt, lässt sich wunderbar beobachten. Hier vorne sieht man an dem Ring, so stand er heute Morgen und jetzt sehen wir, dass eigentlich schon er das dreifache Volumen angenommen hat von dem Ursprung und genau so soll es auch sein. Jetzt können wir anfangen und können uns den Vorteig machen für das Brot von morgen. Und ein Teil von unserem Sauerteig, der geht wieder in den Kühlschrank. So, wir sind jetzt zurück in der Küche und haben hier unseren Ursauerteig. Wofür brauchen wir den? Zum einen haben wir den jetzt gefüttert. Der soll wieder zurück in den Kühlschrank, damit wir den
für die nächste Woche wieder weiter kultiviert haben. Und einen Teil davon werden wir rausnehmen für den Vorteig zum Brot für morgen. Wir brauchen drei Dinge: den Sauerteig ein bisschen, das Weizenmehl und ein bisschen warmes Wasser. Okay. Gut, dann mache ich mal den Teig. Ja, wir brauchen etwa 110 Gramm Mehl. Danach kommen jetzt noch 30 Gramm von unserem Sauerteig dazu. Und dann brauchen wir noch 110 Gramm von dem Wasser. Daraus machen wir wieder einen Teig. Also so ein Sauerteigbrot muss man dann schon irgendwie in seine Routine einplanen, wenn das so über den Tag verteilt geht, ja, der Prozess. Das will ein bisschen gepflegt sein. Kneten den schön durch, wie wir das heute Morgen auch gemacht haben. So, daraus machen wir dann eine schöne Teigkugel. Und am Schluss, ups, hinein, ein bisschen runterdrücken. Also diesen Teig nehmen wir jetzt morgen zum Backen. Und dieser Teig wird wieder in den Kühlschrank getan und dort gelagert, bis das nächste Mal Brot gebacken wird. Wie lange muss jetzt der Vorteig nochmal gelagert werden? Ja, den werden wir jetzt wieder zurückstellen auf unsere schöne Anzuchtstation, wo es warm ist für die Mikroorganismen, wo sie schön wachsen können. Und das, dort bleibt er auch für die nächsten 12 Stunden. Also für heute brauchen wir jetzt nichts mehr zu machen. Morgen früh geht es dann weiter. Tag 2. Guten Morgen, es ist jetzt 9 Uhr am nächsten Tag und wir machen jetzt den Hauptteig. Das ist jetzt unser Sauerteig von gestern. Mhm. Man sieht, das war die Markierung gewesen von dem Teig gestern Nachmittag. Der ist jetzt über Nacht, hat er sich mehr wie verdoppelt, der ist schön gewachsen. Das sieht schon mal gut aus. Also den werden wir jetzt gleich brauchen. Dann brauchen wir für dieses Brot 2 verschiedene Sorten Mehl. Einmal haben wir ein Weizenmehl, das wir nehmen, und dann haben wir ein Dinkelmehl. Dann kommt in den Teig noch rein, ganz wichtig, Salz und warmes Wasser. So, ganz wichtig, das Mehl müssen wir durchsieben. So, dann kommt unser Weizenmehl dazu. Jetzt beginnen wir den Teig zu kneten. Dazu benutzen wir jetzt eine Küchenmaschine. Hier, das ist der Knethaken. Mehl haben wir schon drin, Salz ist auch mit drin. Und was wir jetzt noch reingeben, ist unser Sauerteig von gestern. So, den lassen wir jetzt am Anfang ganz langsam rühren. Geben dann langsam unser Wasser noch dazu. Das ist der Teig, der sieht eigentlich schon so ganz gut aus. Jetzt können wir noch mal einen kleinen Test machen, ob das dann so auch funktioniert hat. Machen wir wieder etwas Mehl. Dann nehmen wir hier so ein Stückchen raus. Wir testen, ob der Teig jetzt genügend durchgeknetet ist. Wir machen jetzt mal die sogenannte Fensterprobe damit. Das heißt, der Teig muss sich in Form eines Fensters schön aufziehen lassen, ohne zu reißen. Das macht er jetzt auch schon wunderbar. Er reißt nicht. Er ist flexibel, er dehnt sich schön. Das sieht gut aus. Ja, jetzt holen wir unseren Teigmark da raus. Jetzt formen wir ihn schon mal so ein bisschen. Also hier haben wir jetzt den fertigen Vorteig und der kommt jetzt noch mal für circa 2 Stunden in die Form, bis wir dann mit dem Backen beginnen können. Richtig? Ja, danach müssen wir noch ein bisschen warten. Okay. So, ein Sauerteig braucht eben seine Zeit. Also wir stellen ihn jetzt zurück, erst noch mal auf die Wärmestation, dann kann er noch ein bisschen aufgehen und danach kommt er ins Gärkörbchen und da verbleibt er auch noch ein paar Stunden, bis wir dann heute am späten Nachmittag unser Brot dann backen können. Okay, gut, dann sehen wir uns später. Und die Salome macht jetzt diese Sauerei weg. Hilfe! Ein paar Augenblicke später. So, es sind jetzt einige Stunden vergangen, 3 Stunden, um genau zu sein. Was ist denn jetzt in der Zwischenzeit passiert und was sind die nächsten Schritte? Ja, wir haben unsere Sauerteig-Brotmischung jetzt ein bisschen aufgehen lassen. Die ist jetzt deutlich größer geworden in den 3 Stunden. Und jetzt werden wir sie fertig machen, noch einmal durchkneten. Und nach dem Kneten kommt sie hier in unser bemehltes, vorbereitetes Gärkörbchen. Mhm. Und in dem Gärkörbchen kommt sie anschließend nochmal zurück auf die Wärme, auf den Wärmeplatz, nochmal für 3 bis 4 Stunden, bevor sie dann endgültig in den Backofen geht. Ihr merkt schon, Sauerteig braucht seine Zeit. So, was wir jetzt machen, ist, wir bringen noch etwas Spannung in den Teig.
Das heißt, wir nehmen immer etwas von draußen auf und falten es nach innen, damit der Teig sich aufbauen kann. Jetzt sehen wir dazu, dass er oben schon verschlossen ist und lassen ihn die nächsten 3 bis 4 Stunden jetzt noch mal warm stehen. Okay, das heißt, wir treffen uns in 3 bis 4 Stunden wieder. Genau. Und dann wird endlich gebacken. Und dann wird gebacken, ja. Okay, dann bis später. Ein paar Stunden später. So, der Teig ist jetzt im Gärkörbchen gereift und wir können nun endlich mit dem Backprozess beginnen. Was ist denn jetzt nun in der Zwischenzeit passiert und was steht als nächstes an? Ja, wie du schon gesagt hast, inzwischen ist der Teig im Gärkörbchen jetzt so weit, dass wir ihn backen können. Vorbereitet haben wir noch unsere Backglocke. Die werden wir nachher über das Brot im Backofen drüber stülpen. Die sorgt dafür, dass so ein kleines Mikroklima um das Brot herum entsteht und die Kruste sich schön ausbilden kann. Jetzt hier im Backofen selbst haben wir schon den Backstein drin. Da kommt das Brot nachher drauf. Und den Backstein haben wir jetzt eine halbe Stunde auf 250 Grad vorgeheizt. So, jetzt machen wir unseren Backofen auf, holen den Stein raus und geben unser Brot auf den Backstein drauf. Ja, das sieht schon mal gut aus. Da drüber, damit sich die Kruste schön ausbilden kann, kommt die Backglocke. Jetzt das Ganze rein und wir backen das Ganze 45 Minuten. So, das Brot ist jetzt endlich im Ofen und es dauert ca. 45 Minuten und dann werden wir es rausholen und dann erfahren, ob es was geworden ist oder nicht. Aber ich denke, bis jetzt sieht es ganz gut aus. Ja. So, jetzt etwa nach einer halben Stunde ist das Brot schön aufgegangen. Und jetzt nehmen wir die Glocke weg. Dadurch kann sich jetzt im Brot die Kruste noch ein bisschen besser ausbilden. Oh, das sieht aber schon lecker aus. So, danach gehen wir es wieder rein. Und jetzt noch weitere 15 Minuten im Backofen. So, das Brot ist jetzt endlich fertig. Wir holen es jetzt aus dem Backofen raus und machen dann noch den Klopftest. Und was das genau ist, werden wir gleich erklären. Ja, davor können wir schon mal noch mal einen kurzen Blick werfen auf die Temperatur, die das Brot jetzt hat. Also das sollte so etwa 97 Grad sein. Das sieht sehr gut aus. Perfekt, 97 Grad hat das Brot. Das heißt, es ist schön durchgebacken. Da können wir es rausnehmen. Und es sollte wie jetzt einen schönen hohlen Klang haben. Das signalisiert ebenso, das Brot ist schön durchgebacken innen drin. So, jetzt haben wir das Brot auf ein Gitterrost zum Abkühlen gelegt und ja, warten jetzt so 1-2 Stunden, bis es kühl ist. Und dann können wir auch schon gucken, wie der Geschmack des Brotes ist und können es anschneiden. Also wenn ich eins bei diesem ganzen Brotbackprozess gelernt habe, dann ist es, sich in Geduld zu üben, denn der ganze Vorgang dauert doch schon seine Zeit. Ja, man sagt auch, ein gutes Sauerteigbrot braucht Wasser, Mehl und Zeit. Ich komme jetzt gerade vom Sport und habe einen Bärenhunger. Ist es denn jetzt soweit? Können wir das Brot anschneiden? Ja, das Brot ist schön abgekühlt. Dann wollen wir mal probieren, wie es gelungen ist. Da bin ich ja mal gespannt. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Möchtest du was dazu? Butter oder Käse, nein. Wurst? Zum Probieren würde ich erstmal vorschlagen, ein Stück ganz einfach pur, nur das Brot. Ja. Prost. Super knusprig. Mhm. Ich mag frisches Brot. Lecker. Also ist echt super geworden. Die Kruste ist richtig knusprig. Und innen drin ist es noch richtig schön weich und fluffig. Hat sich gelohnt. Ich würde sagen, das war ein voller Erfolg. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass auf jeden Fall einen Daumen hoch da und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Ich bin nächste Woche wieder für euch da mit einem weiteren Deutschunterricht. Und wir lassen es uns jetzt noch schmecken. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Mhm. Mama, willst du auch mal probieren?